Starten wir mit den Zahlen aus Basel. Das Statistische Amt der Stadt Basel hat eine bemerkenswerte Feststellung gemacht, nämlich, dass die Covid-19-Pandemie in den statistischen Zahlenreihen des Stadtkantons Basel keine Rolle spielt bzw. keine Spuren hinterlässt, auch und insbesondere nicht in Bezug auf die Letalität. Wir haben ja mittlerweile Juli und wenn wir die kumulierten Zahlen anschauen, dann haben wir in diesem Jahr weniger Todesfälle in der entsprechenden Zeitperiode als vergleichbar zum Beispiel 2015, 2017, 18 und 19. Das kann man natürlich argumentieren und das wird der Bundesrat so machen, dass das natürlich nur aufgrund der drastischen Maßnahmen, die die Politik weise getroffen habe, dass dies der Fall ist. Das ist eine unbeweisbare Hypothese und wir werden uns vermutlich einreden müssen, dass es so sei, um nicht daran zu verzweifeln, dass mit diesen Lockdowns und den anderen politischen Maßnahmen gigantische Mengen an Volksvermögen vernichtet worden sind. Aber das ist ja die Krux hier in der Argumentation. Die Politik ist immer fein raus. Sie kann sagen, ja, wenn es schlimmer gekommen ist, als wir gesagt haben, dann ist einfach das Virus gefährlicher und wenn es eben weniger schlimm herausgekommen ist, können Sie sagen, das ist eben aufgrund unserer großartigen Politik. Aber wir müssen hier schon ein bisschen die Daten noch einmal festhalten und zurückblenden. Am Anfang der Pandemie hatten wir Verständnis, der Bundesrat, man wusste wenig, es sind Wissenschaftler mit renommierten Namen sind gekommen in den Nachrichten, in den Medien mit Modellrechnungen, die uns panikmäßig geängstigt haben, zum Beispiel mit der Voraussage Richard Neher, Universität Basel, dass in einem schlimmen Szenario über 100.000 Tote bis Mitte Juli zu befürchten seien. Davon kann natürlich keine Rede mehr sein. Neher ist nicht der Einzige. Es gab auch andere Modellrechner, die in diesen Größenordnungen Panik sehen. Sie haben sich inzwischen wieder an ihre Universitäten verkrochen. Von ihnen hören wir gar nichts mehr. Die WHO-Gesundheitsbehörde sprach im Februar, März noch davon, dass 4% aller Infizierten durch Covid, also durch dieses neuen SARS-Erreger, dass 4% aller Infizierten sterben würden. Auch das ist natürlich eine fürchterliche Zahl, die einen sofort in Angst und Schrecken versetzt. Allerdings, die Zahl ist krass falsch. Mittlerweile sehen wir, dass die wirkliche Sterblichkeit etwa 40 Mal tiefer ist, bei etwa 0,1%. Was im Bereich einer etwas schwereren Grippewelle liegt, wobei auch diese Zahl noch mit Vorsicht zu genießen ist, denn wir wissen gar nicht, wie viele Menschen sich insgesamt angesteckt haben. Also ist es eher denkbar, dass hier noch eine Korrektur nach unten erfolgen könnte. Also wir sehen hier eine Pandemie, die sich als viel weniger gravierend erwiesen hat, als man das ursprünglich gemeint hat. Trotzdem sind wir nach wie vor in einem wirtschaftlichen und politischen Ausnahmezustand. Wir schauen gebannt auf die täglichen, vielleicht ignorieren wir es auch, wir schauen gebannt auf die täglichen Nachrichten, wo jede einzelne Infektion oder zumindest jeder einzelne positiv getestete Fall pflichtschuldig rapportiert und getreu aufgezeichnet wird. Das Ganze produziert natürlich im Publikum einen Dauerzustand einer latenten Verunsicherung, zum Teil auch einer latenten Verängstigung. Und das Ganze hat die Gesellschaft wie Mehltau gefangen genommen. Und das ist eigentlich ein merkwürdiges Phänomen, denn Viren jagen die Menschen ja schon seit Zehntausenden von Jahren. Das ist nichts Neues. Ich meine, im Prinzip, seit die Menschen von den Bäumen heruntergestiegen oder aus den Höhlen gekrochen sind, werden sie von Viren verfolgt und heimgesucht. Und unsere Immunsysteme haben mit der Zeit in der Auseinandersetzung Entschuldigung, mit diesen Viren Techniken der Selbststärkung erlernt. Viren sind auch, wenn man so will, ein brutales Fitnessprogramm der Natur für den menschlichen Organismus. Das kennen wir eben seit Zehntausenden von Jahren. Warum jetzt also diese massive emotionale Reaktion auf dieses Virus, das zum Glück nicht so tödlich ist, wie man am Anfang gedacht hat, dass vor allem Menschen trifft mit sehr fortgeschrittenem Alter. In der Schweiz zum Beispiel Medianalter 84 der Covid-Verstorbenen, durchschnittliche Lebenserwartung 83, wobei 84 bei den Toten 97% mit einer oder mehreren schweren Vorerkrankungen bereits befallen waren. Also hier ein doch eingrenzbarer Risikopatientenbereich. Warum also diese große emotionale Erregung? Ich kann das nur mutmaßen, ich kann hier nur Vermutungen anstellen. Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass wir zum ersten Mal
auch im Westen von einer Pandemie mit einem neuartigen Erreger befallen werden. Das ist natürlich etwas Neues. Aber zweitens vor allem, dass wir die Ausbreitung dieser Pandemie in Echtzeit verfolgen können und mit diesen Zahlen noch nicht umzugehen wissen. Also diese Daten, diese enorme Transparenz, mit der wir hier konfrontiert sind, die löst bei den Menschen eine verständliche emotionale Überreaktion aus. Und meine Theorie besteht eben darin, dass ich sage, die Pandemie wird nicht aufgrund ihrer medizinischen Virulenz abebben oder aufhören oder wieder zunehmen, sondern entscheidend ist letztlich, ob der Mensch, und das werden wir, wann wir eine angemessene emotionale Reaktion auf die zahlreichen Daten entwickeln, die auf uns niedergehen. Also es ist eher eine Problematik des Wahrnehmungsapparates des menschlichen und der emotionalen Reaktion auf diese Zahlen als der wahren Gefährlichkeit dieser Pandemie. Also ich hoffe, ich konnte das rüberbringen, dass diese Covid-19-Pandemie ein auch massenpsychologisches Angstphänomen ist, aufgrund einer verschärften Transparenz durch neuartige Systeme der Datenermittlung und Datenverbreitung. Das wird natürlich noch verschärft durch die sozialen Medien, wo jeder drastische Einzelfall oft ungeprüft verbreitet wird. Ich spreche da vom Kawasaki-Syndrom. Sie erinnern sich, dass da Kinder plötzlich an einem Multisystemversagen sterben in den Spitälern. Man hat immer wieder von Fällen gehört, von ganz jungen Patientinnen und Patienten, die da gestorben sein sollen. Die meisten waren falsch. Man hat von einer 9-jährigen Patientin gesprochen, die gestorben ist. Die war dann aber 109 Jahre alt. Und. Aber diese Beispiele, brühwarm aufbereitet, sind natürlich angetan, sind geeignet, eben das menschliche, zur Paranoia neigende Wahrnehmungssystem zu aktivieren. Und wir müssen irgendwie lernen, mit dieser Transparenz umzugehen, um nicht jede Infektionszahl, jede positiven Test gleich zu skandalisieren. Also der Umgang mit der Transparenz ist hier ein ganz wichtiges Thema, meine Damen und Herren. Okay.